Jetzt, eine Sekunde. Hey, what's up, y'all? Hey. Hey, check this out. So me and the lawyer spent some good old-fashioned quality time together. Please, it only took him like 5 minutes to give up the code. Hey, I said quality, not quantity. Look, man, we gotta stop this auction from happening. And now we got a clean way in, shit. Just head back and log in when you're ready. Gut. Ja, ich habe kurz den Anruf abgewartet, weil es genau heute wieder darum geht. Heute geht es endlich weiter mit der Agentur, mit unserer Agentur und, oder meiner Agentur, wie auch immer. Und ja, schön, dass du wieder dabei bist, Markus. Ja, fahren wir mal rüber? Fahren wir mit deinem Auto? Fahren. Okay, dann komme ich gerade zu dir in das Auto und wir düsen mal rüber zur Agentur und schauen heute mal, was es Schönes dort zu erledigen gibt. Weg ist markiert. Ja, ehrlich haben wir mal wieder ein bisschen Zeit gefunden. Das ist ja immer das große Problem. Gemeinsame Aufnahmezeit. Das geht tatsächlich auch nur heute. Es kann also wieder danach eine kleine Pause geben. Müsstest du mich mal noch in deine Firma dann einladen, ne? Sonst. Ach so, ja, das kann ich natürlich noch übernehmen. Warte mal, wo war denn das nochmal? Ich muss mal als CEO erstmal registrieren, ne? War das? Ja, genau. Ja, warte mal, warte. Mitarbeiter einstellen. Genau, da war das. Einladung ist raus. Alter. Ist so. Ja. Ja, Mann, Alter, die KI. Ja. Genau so ist es. Ja, wie gesagt, das große Thema Zeitproblem, dass man nicht immer Zeit zum gemeinsamen Zeit gefunden haben. Wie gesagt, es wird eine kleine Pause wieder danach geben. Ich hoffe mal, dass wir relativ, wie weit wir heute kommen, gucken wir mal. Und dann hoffen wir mal, dass wir dann irgendwann ziemlich zügig mal das Thema hier zu Ende bringen können. So ist das halt, wenn man nebenbei noch Job und diverse andere Projekte hat. Du hast ja nämlich auch noch ein relativ neues Projekt bei dir auf deinem Kanal, ne? Mhm. Mit Cyberpunk? Genau. Ja. Und für die Leute, die fragen, warum bei mir zum Beispiel Pokémon nicht weitergeht, hatte ich schon mal auf meiner Facebook-Seite geschrieben, ich schreibe es aber gerne nochmal. Es liegt daran, dass meine Dockingstation von meiner Switch kaputt gegangen ist. Und solange ich keine neue habe, kann ich nicht weitermachen. Das heißt, ich kann die Switch nicht mit meinem PC und mit dem Fernseher verbinden. Deswegen ist eigentlich der Hauptgrund, warum es nicht weitergeht momentan. Ich hoffe, dass ich das Thema irgendwann in den nächsten paar Wochen beheben kann. So, jetzt musst du hier mal kurz. Also GTA ist quasi momentan so ein bisschen das einzige Projekt, was bei uns läuft. So. Oder bei mir, wie auch immer. Hast du gerade gesehen, wie simultan wir die Türen auf und zu gemacht haben? Ja, habe ich gesehen. So, ich kann dich ja mit einziehen in die Firma. Ja, aber bitte nur in die Agentur, nicht in andere Sachen. Das ist nicht mein Thema. So. Dann guck mal. So. Hab ich heute übrigens extra mal gut für dich angezogen, ja, falls du es bemerkt hast. Ja. Passend zum. Ah ja, hier ist eh keine Firmen. Kein Dresscode. So. Ja, stimmt, das habe ich an deinem YMCA-Outfit schon gesehen. Eigentlich habe ich nicht mehr umgezogen, weil ich habe das eigentlich noch vom Tuning-Treffen gehabt vom letzten am Dienstag. So, da gucken wir mal, was mal so. Tuning-Treffen, vielleicht könnte man ja sonntags auch mal eins veranstalten, wenn man da ein paar Leute dazu kriegt. Das ist halt das Problem. So, also VIP-Auftrag. Wir gehen heute wieder weiter. Hol die Kopie von Dr. Dre's gestohlener Musik vom Richmond-Anwesen zurück. Das machen wir heute. So. Dann kann ich dich jetzt gleich mal mit einladen. Das war das Anwesen, wo wir das letzte Mal die Limousine hin verfolgt hatten. Mhm, genau. Ah, was war da? Ich war zuletzt eigentlich beim Kopf bei dem Anwalt. Aber nee, stimmt, die Limousine. Wir haben die Limousine verfolgt bis ans Tor, haben das Tor fotografiert und da haben wir aufgehört. Genau, ja. Und dann ging es erstmal nicht mehr weiter, ja. Aha, also. Pistole, AP-Pistole, gut. So, dann meine Crew mit. Ach, du bist schon da drin, dabei, durch das Dings. Wenn du mich wieder brauchst, Mann.
Wenn es wieder brauchen wir nicht. Weil das macht man dann halt zu zweit. Man weiß ja nie, was du für Leute sonst kriegst. So, auf geht's. Achso, scheiße, ich hatte da mit Wappen, bis du deine Munition noch aufgefüllt hast. Auch alles gut. Das war jetzt eigentlich ein bisschen vorschnell. Ich hab noch genug Muni. So. Die ist jetzt damit gestartet. Fette Mörder, Geldzwacker, steht. So, na gut, dann machen wir es so. Du gehst hier mit dem Roten, ich laufe ein bisschen getrennt. Ich mit dem weißen Anzug. Dann schauen wir mal, was es heute gibt. Wenn der Ladebildschirm vorbei ist. Ja, das ist halt... Typisch GTA. Ja gut, aber dafür gibt es halt keinen noch irgendwo zusätzlichen Stadtteilladen oder was auch immer. Das war ja zum Beispiel bei GTA Vice City so, wo man dann über die Brücke gefahren ist und das dieses Reichenviertel und wo du nochmal nachladen musstest oder wo auch immer. Jetzt geht's los. Wer fährt? Ich? Nee, du. Nee, ich. Bleibt dran, liebe Leute, ob wir es heil bis zum Anwesen schaffen, wenn ein Cap fährt. Naja, da können wir schon hin. Das ist doch nur ein Kilometer. Ich muss aber ehrlich sein, ich habe das mit den NFTs auch noch nicht kapiert, was das genau sein soll. Wir müssen irgendwelche gestohlene Musik zurückbringen jetzt. Bis zum zweiten Teil. So, gucken wir mal. So, Zugangscode eingeben. Vom Anwalt, den wir da ja mit dem mehr oder weniger erfolgreich ausgeschaltet haben. Hey, Jens! Hey, Ladies again! Thank you for coming to my little soiree. Let me apologize for the unusual arrangement this evening. I have a little business matter to attend to inside, but don't worry. So, einmal aussteigen. Wir sollen nach der Quelle von Dr. Dre's Musik suchen. Ich denke mal, wir sollen nicht gleich rumballern, wir sollen erstmal nur gucken. Nee, das ist, glaube ich, das. Wir sollten ein bisschen unauffällig sein. Das sagt er gerade auch. Ich würde mal sagen, da drüben. Ja. Ja, ich denke, da wo der, wo kann sagen, da wo der. Okay, also kommt die Musik woanders her. Faker. Der ist genauso fake wie die PS5-Verkäufer auf Facebook. Ja. Doch, wir dürfen. So, Mensch, welche Wachleute wegschießen. Ich
Komm doch her. Gib mir mal ein bisschen Deckung. Ich mach mal ein bisschen Krawall. Hast du jetzt die Bombe schon gezündet, ja, ne? Ja, ja, was meinst du, was gerade hochgegangen ist? Nein. Die kam von meiner linken Seite. Heli. Der scheiß Heli, warte mal. Bin ich auch einmal gestorben und hänge über der Pflanze. Ja. So, warte mal, wo ist denn der jetzt? Ich muss gucken, wo der Heli ist. Ich hatte zumindest den Co-Piloten schon rausgeschossen. Ja. Aua. Ja. Alter, meiner fällt hier nur auf die Fresse. Was ist der denn? Da. Pilot, weg. Ich freue mich ein bisschen auf der MG. Also wenn wir etwas gut können, dann das. Da war jetzt auch noch einer, aber der ist weg. Alter, sind das viele Wachleute. Hinter uns auch, pass auf. Ja, ja. Bereit machen, einen Helikopter zu verfolgen. Ja. Das ist witzig, aber wahrscheinlich können, wenn wir Pech haben, haben wir keine Autos jetzt gleich. Nee, jetzt sollen zerstören. Wir sollten wahrscheinlich hinter dem her oder so. Ja, ich suche ja gerade eine Karre. Steht doch einer da vor dir. Ich habe eine. Okay. Dann muss ich gerade zu dir. Also, als hätte ich was anderes angefordert, ein Auto. Ich hätte nämlich noch ein. Komm her hier. Ja, die. Also, ja, so geht's auch. Sonst hätte ich mal eine Limousine geholt. Ich habe eine gepatterte Limousine, mit der ich schießen kann. Oder einen Insurgent oder was auch immer. Ach, geht doch auch so. Wir müssen einfach nur jetzt schnell hinterher. Ja, ja. Alles gut. Und ich hätte einen Buzzard anfordern können. Das wäre eigentlich die Idee gewesen. Geht er schon hinter sich, der Typ? Ja, das hat auf jeden Fall schon mal erwischt. Ich weiß nicht, ob das auch. Okay. Ja, guck mal, ob ich eine AP-Pistole, habe. Alter, was machen die denn, die KIs, Alter? Alter, nerven die hinter uns.
Ja, warte, ich mach mal. Das wird sonst ein bisschen länger mit. So, Fahrer ist tot. Ja, war jetzt auch meine Idee. Da habe ich mich auch. Alter, ey, die KI nervt. Ja gut, wenn du auf die Skiwelle rumschießt. Oh, scheiße. Upsi. Bisschen. Du hast wahrscheinlich auf den Heli mitgeschossen und hast da natürlich den Weg ein bisschen verpasst. Nee, da war Gras davor, habe ich die Leitplanke nicht gesehen. So. Ja, nicht immer. Gras ist nicht immer gut. Nur meistens. Oh. Hast du den Blick? Ja, bin dran. Ja. Auto fährt noch. Am besten bleibe ich stehen und holen die Dings raus, ne? Die Lenkraketen erstmal und schießen zwei Lenkraketen drauf, oder? Geht das nicht? Ich glaube, das wäre keine gute Idee. Das war nur eine Idee. Aber kannst du ja mal machen. Nee, geht nicht anzuvisieren. Okay, dann hat sich das erledigt. Er will zu seiner Yacht. Boot also. Er will zu seiner Yacht. Mhm. Weil ich mal bei irgendwas Bootmäßiges, das kommen wir hier nicht weiter. Nee. Ist jetzt scheiße, dass wir jetzt im. Oder ein Heli. Ja, kriegst du einen Buzzard? Siehst du, jetzt ist er nämlich stationär. Jetzt brauchen wir einfach nur ein Heli rufen. Ja, ich ruf mal bei Dings an, bei Pegajic an. Sollen wir mal ein Heli bringen? Bei Pegajic. Pegajic. Ja, Pegajic. Tschüss. Geh nicht ans Handy. Das wird dir nicht angerufen. Das heißt, wir müssen jetzt gucken, dass wir jetzt ein Boot organisiert bekommen irgendwo. Das ist natürlich jetzt super. Also wir gehen mal hoch wieder zur Straße und suchen uns mal ein Fahrzeug, mit dem wir überhaupt hier wegkommen. Wir warten hier nicht im Moor rum. Das ist natürlich ganz blöd, dass wir jetzt natürlich... Ja, ein Heli. Ja gut, im Militärflugplatz wäre eine Möglichkeit, einen Jet zu klauen, aber das wäre zu riskant. Ich hab jetzt auch nicht damit gerechnet, dass der übers Wasser abhaut. Ja, den hätten wir sowieso nicht gekriegt. Scheiße, den Heli hätte man noch nicht... Ja, hätte man das gewusst, hätte ich den Heli vorher organisiert. Aber wie gesagt, am Militärflugplatz wäre eine Idee, halt, wie gesagt, einen Jet zu klauen, aber. Das wäre jetzt wieder was anderes, das wäre jetzt wieder ein bisschen blöd. Heli wäre schon angenehmer. So. Jetzt schon auf der Straße, gucken wir mal, wenn. Da kommt irgendwas, was Auto heißt. Ja, super. Ah, nee, heißt Traktor. Das ist auch nicht besser. Nee, nicht wirklich gerade, ne? Da kommt Wasser. Kommt ein Auto. Vielleicht ist es so eine gute Idee, direkt vor ihm die Waffe zu ziehen. Raus mit dir. Frage ist, wie weit ist denn hier draußen? Nicht wirklich weit. Man könnte theoretisch versuchen, hier hinzugehen und vielleicht zu snipern. So, warte mal, dann machen wir das mal anders und mal Snacks und Panzerung auffüllen vor allen Dingen. Wer weiß, wofür das doch gut ist. Ist nur eine Idee, ich weiß nicht, ob wir die töten müssen.
Da ist die Yacht. Naja, ich weiß. Ich habe ja geguckt, wo sie war. Ah. Warte. Da war doch gerade ein Symbol. Da. Jetski. Okay. Ich würde das beim Sniper mal ein bisschen Vorarbeit leisten. Vielleicht, je nachdem, wie viel er jetzt noch ist. So, als Idee. Was würdest du vorarbeiten leisten? Mit dem Sniper schon mal versuchen, die ersten Gegner auszumachen. Ja, kannst du ja machen. Okay, das hat sich schon erledigt. Dafür ist es nämlich nicht. Man sieht nämlich nichts. Zu weit weg, ja? Ja. Ja. Ganze knicken. Die Idee war. Ja, ich stand vielleicht ein bisschen falsch. Vielleicht hätte ich was am Anfang machen können. Höchsten Punkt machen können. Aber alles gut, das probieren wir es einfach so. Machen wir es am regulären Weg. Schade, das war nur einfach nur eine Idee. Hoddle nennt er sein Boot. Hoddle. Bestimmt ein österreichisches Boot. Alter. So ein Rotz, ey, dass der da die ganze Zeit in das Geländer reinballert. Ach, der ist unten drunter. Nee, hier stand er. Ne, Militär. Nicht der Typ. Mhm. Der muss also auf der Höhe hier sein. Ach, hier unten. Was macht meiner denn jetzt? Die Idee war ja auch gerade gekommen. Oh. Ja, aber ich bin dabei fast draufgegangen, Alter. So, dann also wieder ans Heck und wieder weg, oder was? Ja, ich muss nur gerade mal mein Leben wieder auffüllen und meine Panzerung. Fahren wir getrennt, fahren wir zusammen, wie auch immer. Da kommt ein paar Heli. Ja, kümmere ich mich drum, alles gut. Carmen Heli. Da kommt noch einer. Ja, das wäre wahrscheinlich jetzt wieder wie bei der einen Mission, wo wir schon mal auf dieser Yacht waren. So, ich bin jetzt da. So, weg hier. Ja. Ich glaube, das ist nicht nur ein Heli, das ist, glaube ich, auch was anderes. Ich glaube, ein Wasserfahrzeug auf jeden Fall. Ja, ebenfalls auch ein Jetski. So, mal gucken, was folgt. Dir folgt der Heli. Das war natürlich nicht gut. Ich muss wieder ins Wasser. Verdammt! Was machst du denn? Oh, alles gut. Bin noch da. Lebt noch. Ich bin ein bisschen anders. Ich fahre ein bisschen anders als ihr. Ich habe quasi. Okay, der Heli, du bist jetzt quasi mehr oder weniger alleine, weil die mich verfolgen. Ja, ich habe den einen Heli aber runtergeschossen. Ja, ein zweiter folgt mir.
Problem ist, wenn ich jetzt sterbe, musst du hierher, wo ich bin. Ja. Also versuche ich gerade. Das würde ich wie sagen, ich traue mich. Du weißt auch gar nicht, wo du hin willst. Ich bin, habe versucht, die ein bisschen auseinanderzuziehen, weil die steht daher. Ich fahre einen anderen Weg, alles gut, bin noch unterwegs. Du weißt, dass du da nur zu den Wasserschnellen und zum Alamosee kommst, da kommst du nicht weit, du hättest dich einfach mit runterfahren müssen. Ja, weiß ich, alles gut, aber ich hätte mir doch ein Auto schnappen. Das zieht zwar ein bisschen in die Länge. Ich muss das so scheiß Heli loswerden, der gibt mir gerade ein bisschen auf Eier. Tschüss, Heli. Doc. Du bist mir jetzt mehr oder weniger. Nee, bist du jetzt hinterher? Oh, scheiße. Mehr Autos. Ja, muss ich ja. Ja, ja. Noch mehr Helis? Also. Jetzt ist er weg. Mein Gott. Gut. Ja. Der Plan ist nicht so wirklich aufgegangen. Ich komme, bin da. Oh. Du hättest sorry. Noch ja, jetzt Abflug. Ich habe nicht gewusst, dass du da noch jemanden rausziehen musst. Ja, passt schon. Der ist schon mal weg, der Typ. Ist der Heli da? Ist das nicht die gleiche Strecke, die wir auch hergekommen sind? Puh, das kann sein. Ziemlich das Geräte. Scheiße. Jetzt haben wir Ruhe. Okay, nicht nochmal. Okay, jetzt ist er weg. Erledigt. Mehr oder weniger. Du bist in die Länge gezogen.
So. So, dann haben wir das auch. Ah, 100.000 gekriegt für das. Schön. Na, wie gesagt, ich bin trotzdem blöd, dass er dir nicht auch noch ein bisschen was gibt. Na, 13.000 habe ich gekriegt, also 15. Na, ich 100, 115.000 habe ich gekriegt sogar. So. Ist natürlich kein Vergleich. Nicht wirklich. So, jetzt muss ich wahrscheinlich warten, bis der nächste Anruf kommt. Das kann natürlich jetzt ein bisschen dauern. Ach nee, ich kann die nächsten Daten, die ich schon untersuchen. Ach, perfekt. Dann können wir gleich weitermachen. Wenn du möchtest. Ja.